Die Mutter ist mit einem anderen Mann, wie ich noch ganz klar war, mit Vater davon. Da war so ganz Weiber, schon grad betont. Die hat zu den Kindern in Trier gesagt: Tu nicht weiter, mein Kleiner, du bist nicht der Mann. Solange die Großmutter lebt, wird's dir gut gehen. Tu nicht weiter, mein Kleiner, ich will die Mutter lieb gehen. Und die Lehre von der Oma dazu. Ja, Horst Mählers, 80 Jahre, der ist immer noch ein junger Bursch, ein junger Welpe im Gegensatz zu meinem Ex-Mann, ja, der schon auf die rüstige 87 hinsteuert. Nein, der Horst, die ist wirklich ein lieber Mensch, ein ganz ein toller Mensch. Und das Wiener Lied ist halt so etwas, was mich an meine Jugend erinnert, an die, wie soll ich sagen, an die heile Welt. Seniorenclub, Heinz Konrad, servus die Madeln, servus die Burm. Wienerlied ist auch ein bisschen traurig, weil einer hat immer das Bummerl und solche Dinge. Ja, aber das gehört dazu, weil die Traurigkeit braucht man, also man braucht die Bummerl, um die Höhenflüge wieder besser verkraften zu können oder quasi um die, ja, um alles Positive halt besser genießen zu können. Das ist halt so, Arme oben, Arme unten, so ist das Leben. Wir Wiener raunzen immer ein bisschen, aber genau das macht uns doch so sympathisch, oder? Absolut, ja, genau. Und eine tolle Stimmung da wieder mal. Ne? Ja, tolle Stimmung. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und die Charlotte mit ihren Wiener Liedern, wirklich Hammer. Echt? Ja, genau. Ja. Ja, ein Spitzenabend. Ein Spitzenabend. Na gut, ist. Ich werde an die Eltern lieb gehen. Und die Lehre von der Oma dazu. Die Jahre, die man nicht bremsen kann. Ja, wie jetzt am Buckel, das bin ich auch schon mal. Schon lange ist das Weiberl, die Oma nicht mehr. Doch die Großmutter Kind liebt sie heute noch sehr. Es freut mich, dass ich jetzt in Horst Gmähler da bei mir habe. Ja, also 80 Jahre kann man ruhig sagen, du schaust verdammt gut aus für das Alter. Dankeschön, ich bin jetzt erst in Oktober, aber da das heute ein Abend ist, der mir zu Ehren gemacht wurde, haben wir gedacht, das ist eine nette Geschichte und dankbar bin ich immer gewesen und ich danke den Leuten, die mich mögen und schicke ihnen sofort ein Küsschen. Wenn du zurückblickst, du hast ja eine urlange Karriere mit Höhen und Tiefen, schätze ich mal. Natürlich. Es ist ja so, dass ich nach wie vor ruhig sagen kann, ich bin ein sogenannter Self-Made Man. Das heißt, ich hatte nie Hilfe von irgendwelchen großen Medienmanagern. Der Einzige, der an mich geglaubt hat, war in Deutschland der Hans-Herr Bayerlein. Ich weiß nicht, ob du dich auf den erinnern kannst. War damals der Manager und Udo Jürgens und Charles Aznavour und so weiter. Ein ganz großer Mann in der Volksmusik, der Nabdaltour und so weiter. Und der ist zu mir gekommen und sagt, Mensch Junge, du mit deinem, einer hat immer das Bummerl, das ist das Größte, was es gibt, seit der liebe Augustin. Nur der liebe Augustin hat nicht so eine zerrissene Jeans an wie du. Aber vielleicht war das gerade das, was dir so weiter, sich so weitergebracht hat, weil du authentisch blieben bist. Ne? Natürlich, ich habe mich dann von der Straße überrichtet. Entschuldige, wenn ich manchmal mein Dialekt verfolge, ich kann auch schön sprechen, das sage ich den Leuten immer wieder, denn ich schreibe auch andere Sachen, nicht nur Dialekttexte oder so. Und vor allen Dingen die Dialekttexte, die ich schreibe, die kann sogar einer, der was, ist auch scheiße. Nein, das hat man in der Schule natürlich nicht sagen dürfen, der ganz einfach schön sprechen muss. Und wenn ich schön sprechen muss, dann kann ich das auch. Aber lieber rede ich in meiner Muttersprache, ein bisschen wernerisch, nicht nur Schimbrunnendeutsch, denn wenn ich mir irgendwie bin in einer miesen Kneipe oder so, kann ich sagen, Alter, bitte kannst du meine Spritze bezahlen? Also ich da schnapp deine Spritze, ich sage, komm her, ich zahle. Passt schon. Du bist ein überzeugter Floridsdörfer, gell? Naja, ich habe die ersten 30 Jahre meines Lebens in Otterkring verlebt. Ne? Dann war ich 10 Jahre Musiker und jetzt bin ich schon wieder 40 Jahre in Floridsdorf. Das fahre ich ein 80er jetzt und das mache ich gerne und ich bin ja nicht ausgezogen, habe schon auch einige
ja, einen Bauernhof gehabt in Niederösterreich, da bin ich ein bisschen auch her. Während den Kriegsfeiern, die damals waren, in 1939, 40 und so weiter, war ich 3-4 Jahre, da wurde man ausgebombt, dann musste man aufs Land evakuiert werden. Aus dem Grund habe ich vielleicht den guten Cowboy-Country, wie soll ich sagen, Kerben. Ja, genau. Wenn jetzt einer sagt, was ist dein Lieblingslied? Wirst du das wahrscheinlich gar nicht wissen, gell? Lieblingslieder, muss man fragen, was für eine Sparte? Die Lieder, die du schreibst oder ich schreibe oder die auf der Welt kochen? Die du schreibst. Da muss ich sagen, ich habe über 550 Lieder geschrieben. Und wenn ich jetzt sagen soll, was für, dann müsste ich eins der Lieder oder 549 beleidigen. Das möchte ich nicht. Ich liebe meine Musik wie meine Kinder. Alles klar. Dann feier heute schön. Und wie sagt man so, auf die nächsten 80, ne? Ich würde mich freuen, und wenn du noch einmal hier bist und es hat dir gefallen, applaudierst du und gibst einen Spritzen aus, okay? Na, machen wir doch glatt. Also, danke, servus. Okay, servus. Also erst einmal, ich freue mich wahnsinnig, dass du bei der Wiener Literatusgala am 10. November mit dabei bist. Also ich freue mich auch sehr. Ja, das wird eine schöne Geschichte. Auch unsere Sirtaki-Schrammel sind dabei, und jetzt gibt es ein Lied, das kann jeder mitsingen, so wie viele, viele deiner Lieder, lieber Horsti. Und er ist so ein lieber Kollege, und ich freue mich auch, dass du natürlich wieder bei uns bei der Rathausgala am 10. November für tolle Stimmung sorgst, so wie seit 21 Jahren mittlerweile, seit es die Gala gibt. Gerry, ja. Ihr singt? Ich möchte aber dem Horst auch noch was sagen. Bitte, sprich. Du kannst es ein bisschen lauter machen. Ja. Sprich. Du kannst dich auch noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben. Ja? Und für mich war das damals, das muss 1982 gewesen sein im Studio. Ich war ein ganz junger Musiker und wurde dann angerufen, ob ich das Klavier spielen kann auf einer Produktion vom Horst Gmehler. Und ich habe gewusst, dass er das Bummerl geschrieben hat. Und dann bin ich so ins Studio gefahren, und dann haben wir uns zum ersten Mal kennengelernt. Und ich habe dann, weiß gar nicht, wie viele Lieder das waren, aber es war der Pepper geburtet und ich gehe noch immer großartig. Und es ist mir eigentlich so eine Freude, dass ich da heute bei deinem Geburtstag singen darf. Ich sage das, ich mag dich, ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und dass du glücklich bist. Weil du hast so schöne Lieder geschrieben und so viel Leute glücklich gemacht, dass dir das auch gefällt. Und jetzt ist es meine Ehre. Keiner bleibt bei einer stehen, es wütet oder in sein anderer, spielt mit und ist kein Daheim. So hat es mit dem Buben begonnen, dieser kleine Buben von ihm. Ich hab es nie zu Herzen genommen, drum ist er nichts Gescheites gut aus mir. Jetzt auf Griechisch. Obole muss ich jede Josi, kei pardovsa od Deos. Nav kaksu me genurius kosmus, apisel vidas to solo. Να ξαναφτιάξουμε τους δρόμους, να τρέχουν τα μικρά παιδιά, να δούμε γέλα στους ανθρώπους που να μην λένε τώρα πια. Κι όμως δεν έχει τελειώσει. Jetzt haben wir ein Endeli lang da. Du machst auch Wienerlied, habe ich gehört. Naja, das Wienerlied war für mich als 15-, 16-Jähriger eigentlich mein Einstieg in die Musik. Ich habe es nie beruflich damals gemacht. Ich habe in dieser Zeit den Horst Gmehler kennengelernt und bin seitdem ein Fan, und wir sind eigentlich seitdem befreundet. Und vor 2 Jahren wurde ich anlässlich des Todestags von Karl Hodiner gefragt, ob ich nicht 2, 3 Nummern singen möchte. Und ja, so ist das Rad wieder in Bewegung gekommen. Und der Elton John hat schon mal gesagt, the circle of life, und genauso war es bei mir. Wobei, das eine schließt ja das andere nicht aus, du bist ja vielfältiger Künstler, also das...
Gott sei Dank, so soll es auch sein. Es ist einfach ein weiteres Programm, ein Programm, das sehr Spaß macht. Und es ist eine große Abwechslung, das soll es sein. Was kann man zum Horst Mähler sagen? Ja, schau, der Horst ist neben dem Karl Hodiner der Vertreter des modernen Wienerlieds, weil Wienerlied streckt sich ja über eine Zeitdauer von 300-400 Jahren mittlerweile. Und die Wiener Kultur, oder Wien ist die einzige Stadt der Welt, die eine eigene Musik hat. Es gibt den Vals de Musette aus Paris und, und. Aber so eine umfangreiche Musik, das hat nur Wien. Und der Horst ist, wie gesagt, einer der wichtigsten Vertreter dieses modernen Wiener Genres und der Weiterentwicklung des Wienerlieds. Und meine Güte, wenn ein Bummerl in, weiß ich nicht, wie viele Sprachen übersetzt wurde und über 200 Versionen herumgeistern, dann ist das ein Hit. Und wie viele Hits in Österreich in dieser Art haben wir schon gehabt? Ich rede jetzt wirklich von weltweit und übersetzt und. Da ist er sicher unter den Top 3 oder Top 5 und ein großartiger Liedermacher und Songschreiber mit viel Herz, mit viel Hirn, mit großartigen Melodien. Ja, das ist der Horst. Dann werden wir den heutigen Abend ordentlich zelebrieren. Ne? Genau so ist es. Danke. 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 So, jetzt haben wir wirklich ganz große des Wiener Liedes da. Zuerst einmal das Wiener Lied. Was macht das Wiener Lied so aus? Das Wiener Lied, man hört es überall, die Leute freuen sich, es nur im Radio hört man es nicht, was sehr schade ist bei ORF. Aber es sollte eigentlich mehr gespielt werden, weil es gefällt den Leuten. Ich habe jetzt eine Buchpräsentation in Berlin gehabt, vor einigen Tagen, wir haben ein neues Buch herausgebracht. Und dort wurden Wiener Lieder gespielt und sie mussten sogar das Kulturforum, haben sie Leute wegschicken müssen, weil so viele Interessierte sind über das Wiener Lied. Und ich hoffe, es wird auch hier, es gibt ein Remake die Texte sind gut und vor allem die Texte mit der Musik, das ist eine Einheit und das gefällt den Leuten. Es ist Qualität. Es ist aber eigenartig, es dürfte so ein typischer Wiener Problem sein, dass viele Dinge in Wien erst wieder erkannt werden, wenn sie im Ausland wieder ganz groß inseln. Wien, einer der schönsten Städte der Welt und vor allem die lebenswerteste Stadt und die Leute kritisieren und ist eigentlich nicht in Ordnung. Also darum braucht man mehr Wienerlied, weil beim Wienerlied kann man matschgen und man fühlt sich wohl dabei. Genau. Das ist so richtig. Was kann man beim Wiener Lied? Motschgern. Ja, das kannst du gut. Ich kann motschgern. Naja, ich bin ja ein gebürtiger Wiener und wenn man als Wiener nicht motschgern kann, dann ist man es nicht. Und so ein bisschen das Ranzerte, das gehört ja auch zum Wiener Lied dazu. Nicht nur, aber doch. Und der Prophet im eigenen Land, das wissen wir ja eh, dass das oftmals ein bisschen schwierig ist. Wobei die Leute sich aufgrund der weltpolitischen, vielleicht auch innenpolitischen Lage mittlerweile schon sehr viel nach heiler Welt sehnen. Und ich glaube, deswegen ist ein Revival des Wiener Lieds absolut angesagt. Ja. Wäre absolut notwendig. Ja, schon, absolut. Und es gehört einfach zu Wien dazu. Und nicht nur zu Wien, es wird ja, wie du richtig sagst, Ronald, auch im Ausland sehr geliebt und geschätzt, das Wiener Lied. Ja. Also es führt fast ein bisschen da bei uns medial gesehen ein Schattendasein. Aber ich darf es verraten, wir haben ein Glück. Wir werden eventuell mit unserer Wiener Lied Rathausgala, wo wir ja doch immer fast 1100 Gäste ins Wiener Rathaus locken im November, werden wir eventuell im Oktober in ORF 3 zu sehen sein mit der vorjährigen Gala. Und da freuen wir uns schon drauf. Das wäre mal ein Start. Ne? Wir hoffen, wir beten. Du bist ja auch umtriebig in der Sache. Gell? Du bist permanent unterwegs, nicht nur mit den Sirtaki-Schrammeln, sondern allgemein. Das ist eine Leidenschaft von dir, gell? Das Wiener Lied? Ja, keine Frage, bitte. Ich bin damit groß geworden. Also meine Eltern haben mich ja fast jeden Tag zum Heurigen geschleppt. Der Papa und die Mama haben die Kantine im Theater an der Wien geführt und nachher sind wir immer zum Heurigen gegangen, teilweise nach Grinzing, meistens nach Grinzing, wo immer eine Musik war. Und ich habe alle Wiener Lieder schon gelernt, wie ich 10 oder 12 Jahre war. Und weißt du, wer da oft mit war? Der Freddy Gwin hat mit uns Wiener Lieder gesungen. Der Kurt Jürgens war dabei, kann ich mich erinnern. Also das waren die ganz Großen, die das Wiener Lied gesungen haben. Und wir haben uns auf die Fahnen geheftet. Wir machen das Wiener Lied wieder groß. Und das bitte mit eurer Hilfe. Danke, dass uns TV21 so toll unterstützt. Gerne, gerne. Also, Freddy Gwin und Wiener Lied kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch. Der hat mit meinem Papa Wiener Lieder gesungen. Wirklich. Einer hat immer das Bummel. ein typisches Freddy Gwin-Lied. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Und wenn man sich so umschaut, ich glaube, das Wiener Lied ist im Kommen.
wieder ja, hinkommen. Ganz sicher. Man sieht so, ich darf das vielleicht nur sagen, ja, es hat hier im Felderhof noch nie eine Veranstaltung gegeben, wo wir die Tiere haben müssen, genau, aufmachen. Ja. Also so viele Leute, ja, waren noch nie da und das bei einer Wienerlied-Veranstaltung. Und danke auch dir, lieber Ronald, dass du da so federführend dabei bist und diesen wunderbaren Preis schon das zweite Mal heuer vergeben wirst. Nein, es macht mir wirklich einen ganz großen Spaß und der Optimismus siegt und ich bin überzeugt davon, das Wienerlied wird nicht untergehen und wird uns weiter erhalten bleiben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Preis, das ist nämlich auch eine Ehre, wenn man diesen Preis hat. Wäre ich ein Wienerlied-Interpret, für mich wäre das die größte Auszeichnung, vergleichbar mit einem Oscar. Ja, sehr, ja, schön. Hat auch verdient, muss man ja dazu sagen, weil der Horst Gmähler ja doch einer der größten und man darf fast sagen, einer der letzten wirklich großen Wienerlied-Menschen ist, den es noch gibt, weil die, leider Gottes, die Luft wird diesbezüglich auch schon dünn bei den wirklich großen, ja, alten Großen, ja, in allen Respekt, lieber Horst, nicht besser, aber es ist so, ja. Eine Unzahl, das alles geschrieben hat, komponiert hat, getextet hat und so viele Leute begeistert. Und das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Genau, international. Und vor allem auch, dass es eigentlich auf der ganzen Welt hat man Lieder von ihm gesungen. Stimmt. Bitte sagt mir nur einen Österreicher, von dem Lieder in 34 Sprachen übersetzt wurden. Fällt dir da einer ein? Mir fallen nicht einmal die 34 Sprachen ein, aber das ist schon eine tolle Leistung. Ja, also weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Das hat der Horst Gmähler geschafft. Ich glaube, außer nur der Jürgens haben wir niemanden. Nein, absolut. Wir werden heute ein bisschen was hören davon. Alles klar. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Ich will da nicht länger aufhalten und wir freuen uns schon auf den Abend. Ja, wir freuen uns auch. Sehr schön, dass du da bist. Oft hat man im Ausland bewundernd konstatiert, dass man sich in Wien wohl am besten amüsiert. Wien hat doch den heurigen, schrammenden Wein. Doch wenn man liebt, muss das nicht sein. Zwei Verliebte in Wien haben heute Rendezvous. Sie gehen Hand in Hand an der Hofburg zu und ihr Herzen brennt beim Parlament. Wieder eine Wienerlied-Interpretin, nicht nur, aber besonders gerne, würde ich sagen. Ja, genau. Also schon seit vielen Jahren und jetzt wieder neu entdeckt, das Wienerlied vor ein paar Jahren, wo ich es verstärkt wieder unter die Leute bringe. Gut, du bist ein bisschen erblich vorbelastet. Ne? So ist es. Meine Mutter Eva Oskehrer war schon eine ganz wunderbare Wienerlied-Interpretin und ihr Erbe habe ich mehr oder weniger angetreten. Ja. Und es wird heute, glaube ich, ein ziemlich spannender Abend. Das denke ich auch. Es sind sehr viele bekannte, berühmte Leute, also prominente Menschen eingeladen worden. Und ich denke, das wird ein spannender Abend. Und ich freue mich schon drauf, was da so alles auf uns zukommt. Ja, und wenn ich mich da so umschaue, also kann ich nur sagen, das Wienerlied stirbt sicher nicht, weil das sind ihr viele Leute. Hoffen wir es. Wir bemühen uns auf jeden Fall, die das Wienerlied pflegen und weiterbringen. Also wir hoffen natürlich, dass es auch weiterhin standhaft bleibt, sozusagen. Überzeugt davon. Ja. Danke. Dankeschön. Wir machen weiter mit einem Wienerlied-Interpreten. Das Wienerlied eigentlich eine ganz tolle Sache und einmalig in Europa. Sehr wichtig. Es gibt zwei Strömungen eigentlich nur, das neapolitanische Volkslied und das Wienerlied. Und es ist unvergleichbar. Es gibt keine Hauptstadt der Welt, die ein eigenes Lied gut hat, eigentlich nur Wien. Und das ist wirklich was Besonderes, muss man hochhalten. Und ich glaube auch, dass man sich wirklich nicht unbedingt Sorgen machen muss. Also wenn man sich umschaut, es ist doch ein großes Interesse. Und ich glaube, es fängt auch die Jugend wieder an, Interesse zu zeigen. Schau, ich werde was sagen. Im Prinzip, es ist immer gut, wenn man sich Sorgen macht, in erster Linie. Aber Sorgen steckt schon mal die Sinnhaftigkeit drinnen, sich um etwas sorgen. Also was besorgen oder irgendwas besonders gut machen wollen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir das auch ernst nehmen, weil sonst geht dieses wunderbare Kulturgut verloren. Und die Jugend versuchen wir natürlich ins Boot zu holen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Da gibt es so übergreifende Themen natürlich, rhythmische Veränderungen, ein bisschen pfiffiger, moderner. Aber ja,
40 Jahre hat es halt da leider zu wenig Beachtung gegeben und das spüren wir. Alles klar. Und das Verhältnis von dir zum Horst Gmähler, was für dich ist Horst Gmähler? Naja, nicht nur seine schönen Lieder und ja, lieber Kollege der Erich Zipp vom Radio Wienerlied Verlag, hat mit ihm ja lange Zeit die Radiosendung auch gemacht. Und ja, ich kenne ihn natürlich auch von zahlreichen Gesprächen und ich mag ihn sehr. Er ist wirklich ein Original, das man sich aus der Wienerlied-Szene gar nicht wegdenken kann. Und es ist schon toll, was er alles bewegt hat. Dann sage ich euch herzlichen Dank und zelebrieren wir den heutigen Abend so richtig. Ne? Genau, wir werden anstoßen auf den heiligen Abend und aufs Wienerlied. Alles klar. Danke. Danke. Sonst fang ich an zum Reden, das Bühne sich hin, wie vergesse ich ein, es war mein Jugend, mein Leben daheim. Ich darf alle ja! Geht's? Hallo! Ton! Geht's? Ja! Ja, ja, Wienerlied Gala. Jetzt, ein Mäuschen hat geflüstert, du singst auch Wienerlieder. Ja, also das wird heute eine Überraschung sein für den Horst. Das freut mich sehr, weil ich den Horst sehr mag, weil ich ihn sehr schätze. Also wirklich ein Gestandener und hat tolle Songs geschrieben und auch selber toll gesungen. Und ja, es ist schön, wenn man da heute dabei ist und wenn ich einmal Freude machen kann. Aber das wird nicht dein Metier werden? Du, nein, also ich habe das nicht vor, aber das Wienerlied ist im Prinzip ein ganz ein emotionales Genre. Ja? Und ich meine, Künstler leben von Emotionen. Das ist das, was wir eigentlich rüberschieben und mit dem wir das Publikum erreichen wollen. Und das Wienerlied ist natürlich was ganz Spezielles. Ich sage immer, das ist der weiße Blues und ja, ist schön. Ich habe jetzt im Herbst eine Veranstaltung im Rathaus, wo ich dann auch gesagt habe, ich singe ein paar Wienerlieder. Warum eigentlich nicht? Ja? Weil das ist was ganz Spezielles und ich habe nicht vor, jetzt ein Wienerliedsänger zu werden, aber ich kann es natürlich. Aber ich glaube, momentan ist es eh ganz gut, die Leute sind eh ein bisschen angefressen und so weiter. Ich glaube, da tut das Motschkern im Wienerlied eh ganz gut. Ne? Das Motschkern, ja, aber das ist genau das, was ich eigentlich nicht mag. Ja? Aber wenn es in einem Lied gut verpackt ist, ist es eigentlich eine Geschichte, die erzählt wird. Und dann kann man ruhig einmal die Geschichte auch erzählen. Ja? Absolut, ja, genau. Na gut, dann sind wir schon gespannt auf deine Wienerlieder oder dein Wienerlied heute. Ja, heute ist es nur eins. Okay. Das Bummel. Aber wirst du nicht singen. Alles klar. Okay, dann was sagst du zu ihm, wenn er Wiener Lieder singt? Er kann alles. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, 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 das ist ja, also die Überraschung ist ja wirklich, er kann alles. Das ist es. Danke. Super, na, wir sind schon gespannt. Als ich ganz jung in dein Lokal kam und du mir das Bummel vorgesungen hast, da war ich nicht nur von dem Lied sehr begeistert, sondern musste auch an meinen Vater denken. Er hat nicht nur als Kartenspieler das eine oder andere Bummel bekommen, sondern auch im Leben, besonders als ihm die Nazis nach Dachau und Buchenwald verschickt haben. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass dir das Leben keine Bummel mehr beschert, sondern dass du nur darüber singen sollst. Hoffentlich denkst du noch nicht an den Ruhestand und wirst uns noch sehr lange mit deiner wunderbaren Musik begeistern. Alles, alles Gute. Bravo. So, Opel, lieber Horst, du musst jetzt zu uns kommen, denn wir wollen natürlich jetzt noch wissen, was auf diesem Täfelchen steht da drauf. Was steht da drauf? Wir schauen einmal, welches Siegzeichen. Wir geben hiermit kund und zu wissen, dass wir dem großen Wienerliedsänger Horst Gmähler zu seinem 80. Geburtstag den Hermann-Leopoldi-Preis 2018 feierlich verleihen
Und das hat der Ronald Nepoldi unterschrieben. Meine Wenigkeit, der Gerhard Boczek fällt noch, wo das geschwänzt ist, also um Gottes Himmels Willen. Und die Charlotte Ludwig. Also aus unseren Händen dürfen wir dir nun diesen Preis überreichen. Ja, ein tolles Fest wird es heute. Hundertprozentig. Für unseren Grand Seigneur des Wienerliedes, unseren Horsti. Und also, er ist unbezahlbar, er ist ein Unikat und er kehrt zu Wien, so wie der Stephansdom und wie der Bruder. Wir haben vorher geredet, wir haben schon einige Veranstaltungen da erlebt, ja, aber dass der Raum aufgemacht werden muss, das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Ja. Doch. Ich war mal bei irgendeiner Veranstaltung, das war die Birgit hat damals das... Die Spargelkönigin, da wurde es aufgemacht worden. Ja. Aber ich sage, es ist schon eine tolle Sache. Das ist ja noch sicher. Und ich freue mich, dass ich auch ein kleines Schärflein heute beitragen darf wieder. Und da freuen wir uns schon drauf. Ja, auf jeden Fall. Und danke noch einmal, dass ihr mich interviewt habt. Ja, gerne. Dieses wunderbare Gefühl kennst nur du. Dieses wunderbare Gefühl ist total Harmonie. Ja, wieder eine große des Wienerlieds. Ein toller Anlass heute. Was kann man eigentlich zum Horst Gmähler sagen? Naja, er ist eigentlich ein Unikat. Er ist einer, der das Wienerlied immer hochgehalten hat. Und wie ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe, er singt nicht nur toll, er schreibt auch tolle Texte, nicht nur die Musik dazu, sondern er ist ein genialer Textautor, um Wien in den Vordergrund zu stellen. Also mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Er ist ein typisches Wiener Kind. Und es wäre wahrscheinlich das Wienerlied und Wien viel ärmer, wenn es ihn nicht gäbe. Ja. Also es scheint heute eine ganz tolle Veranstaltung zu werden. Es füllt sich mehr und mehr. Und ich glaube, das tut auch für den Wienerlied gut. Ne? Na hoffentlich, weil das ist eher ein Stiefkind überall. Und ich glaube, gerade das Wienerlied, aber auch die Operette, hätte es sich verdient, wieder wirklich top zu werden in Wien. Nicht nur im Ausland. Im Ausland liebt man Operette und Wienerlied natürlich, aber in Wien, ja im eigenen Land, zählt es nicht. Auch so große Sachen. Wir werden schauen, dass es eine Renaissance gibt. Ja, bitte gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ein Gmähler kommt selten allein. Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Ein Gmähler kommt selten allein. Das stimmt, er hat seinen Sohn mitgenommen und das bin ich. Alles klar. Was kann man sagen zu einem Vater wie ein Horst? Also jetzt einmal als Künstler, nicht als Vater, sondern als Künstler. Als Künstler kann man das sagen, es gibt nichts Vergleichbares. Ein Mann, der seine ganze Karriere selbst gemacht hat, selbst gemacht, ich sage das bewusst so, ohne Hilfe, ist er das geworden, was er heute ist. Arnold immer als Bummer, ist um die Welt gegangen, in 36 Sprachen wurde es übersetzt, Millionen CDs verkauft, LPs. Ich kenne ihn keinen, der mit 80 Jahren ein 2-Stunden-Konzert macht, seine eigenen Lieder singt und sagt, schön, dass alle da seid. Ich kenne niemanden. Aber falls es einen gibt, bitte. Den wollen wir kennenlernen. Den möchte ich kennenlernen. Absolut. Und selber auch das Wienerlied Leidenschaft? Wienerlied und Horst Gmähler, mein Vater, ist gleich Wienerlied, sondern Horst Gmähler hat seine eigene wienerische Ader. Und seine eigene Art, Texte zu schreiben. Ich selber bin infiziert mit Wiener Schmäh, man hört es auf meiner Sprache. Und würde mal sagen, ah, jeder macht so, wie er es macht. Ich verstehe mich auch nicht, manchmal mache ich mehr Blues, manchmal mache ich ein bisschen Rock, singe ein Wienerlied dazwischen. Manche Leute sagen nachher, und das alles bist du jetzt, na, was passiert denn da eigentlich? Ja, man macht das, was einen Spaß macht. So ist es. So soll es ja eigentlich auch sein. So ist ja, glaube ich, Kunst optimal. So ist es. Wo es viel Kunst gibt, die auch absolut, ja, scheiße ist, ne? Dass wir es drinnen haben, wenn man so etwas sagt, dann ist es meistens drinnen.
Der Blues ist aber, kann man auch sagen, nicht? So das Wienerlied oder ein Teil des Wienerlieds ist ja auch so ein bisschen, man sagt immer wieder, der weiße Blues. Ne? Absolut richtig. Ja. Wo wieder nicht Blues Blues ist, sondern wenn man den Blues ist Blues hört von Alvin Lee zum Beispiel, dann weiß man schon, wo man ist. Und wenn man anhat, immer das Bummel hört oder mein Traum von Rot-Weiß Rot oder den Gokola oder den depperten Brumm, weiß man, das ist Horst Gmähler. Das ist die Marke. Absolut. Da sage ich dir recht herzlichen Dank und wir freuen uns schaffen oben. Ich danke dir fürs Kommen. Ciao. Geruch der Tür, die Pflicht. Er nimmt meine Hähne. Uli Bär, man sagt zu dir, du bist ein typischer Rampensau. Naja, ich weiß nicht, wer das behauptet. Dadurch, dass ich jetzt schon 40 Jahre in die Hocken gehe, liegt das wohl sehr nahe, aber was. Ich stehe halt gerne auf der Bühne. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf habe machen können, wie ich das ausübe. Natürlich muss ich mich jetzt mit meinem doch auch höheren Alter schon ein bisschen einschränken und ein bisschen mir die Kraft erteilen. Aber Rampensau in dem, ich bin ein Rampenbär, wollen wir es einmal so ausdrücken. Ja, genau. Und was kann man zum Horst Gmähler sagen? Du, ein Ausnahmekünstler, eine Legende des Wiener Lieds, wenn wir einmal so viele Lieder, ich schätze einmal so an die über 500 Lieder wieder schon geschrieben haben, und darf man es vergessen, es wurden auch etliche Lieder in doch etliche andere Sprachen übersetzt. Das muss man einmal zusammenbringen. Und jetzt ist wieder 80 im Oktober. Ich wünsche ihm da ein langes Leben, dass er gesund bleibt. Das ist aber das Wichtigste überhaupt. Die Eltern mit mir, das kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Und das ist Sinnhorste. Weitermachen und machen wir ja keinen Schaden. Bleib gesund. Dann sage ich dir schon danke. Ja, was kann man zum Horst Gmähler sagen? Was? Was kann man zum Horst Gmähler sagen? Servus. Außerdem. Alles Gute, Gesundheit. Ja, schreib uns noch für schöne Lieder. Ja, das habe ich gemeint. Dass da was einfällt. Naja, aber das fange ich nicht gleich an, ich mein. Nein, ist eh ganz klar, ja. Man ist nicht, man fällt nicht mit dem... Mit der Tür ins Haus. Oder? Ja, mit irgendwas, ja. Ja. Aber es wird sicher ein spannender Abend, glaube ich. Ne? Schauen wir mal. Ja. Wir werden es erleben, ich bin ja kein Wassergrenz, ich sitze da. Die werden wir dann nachher befragen. Genau. Ja, mich fragst du vorher und ich weiß sogar nicht später, genau. Das musst du umtragen. Naja, aber mich schon lieber Realitäten. Naja, dann darfst du mich nicht fragen, wie der Abend wird, das weiß ich nicht. Die Charlotte hat das organisiert, die wird das schon gut machen. Bin ich auch überzeugt davon, ja. Was willst du noch wissen? Ja, und was das Wiener Lied, hat das noch eine Zukunft? Hallo, warum nicht? Da gibt es ja junge Leute, die das weiterpflegen. Unsere Kultur, unser Volksgut. Was mir halt leid tut, dass es beim Heurigen keine Musik mehr gibt, aber mein Gott. Ja. Das ist jetzt alles konzertant, aber jede Generation macht ihr's und das wird schon gut sein, wie es ist. Und der Nachwuchs ist da, wie man immer wieder sieht, auch beim Wienerlied, so also machen wir da auch keine Sorgen. Ja. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, wir können locker in die Grube springen. Ja, aber da lassen wir sich noch Zeit. Es wird passieren, wenn es ist. Das ist klar. Danke. Bitte. Doch wieder kommt ein Ende und dann schenk ich mir den Wein ein. Ja, noch zittert meine Hand, doch der Schatten vom Alleinsein hängt dann nicht mehr der Wahn. Meine Freunde singen wieder, was ich vorher
Ein toller Abend. Ja. Du kommst eigentlich eher vom Latino-Song, kann man sagen? Ja. Ja, naja, ja, ich spiele natürlich nicht gern so die Latino- und spanischen Sachen, aber ich finde auch, ich kenne den Horstl schon ziemlich lang und finde auch sehr viele Lieder von ihm einfach irrsinnig toll und schön. Einfach, ja. Ist eigentlich eine Ausnahmeerscheinung. Der Horstl ist eine Ausnahmeerscheinung und ich finde vor allem, er schaut für 80 Jahre wirklich saumäßig gut aus, weil ich glaube nicht, dass der immer gelebt hat wie ein Sängerknabe, mit Sicherheit nicht, das kann ich sagen. Und mich freut es wirklich, dass er so gut ausschaut. Wirklich. Er schaut wirklich gut aus und ist gut drauf. Und das, aber ich habe das heute schon gesagt ein paar Mal. Wie ein Kind waren 60-Jährige anders. Heute sind 70-, 80-Jährige anders beieinander wie vor 30, 40, 50 Jahren. Die sind anders beieinander. Ja. Wie sagt man heute? 70, die 69 oder 60, die 59? Noch mehr wahrscheinlich. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist ein ganz toller Abend da, gell? Ja, ist das, also ich muss auch sagen, ich war schon des Öfteren im Achfelderhof, aber das ist heute sehr gelungen. Ich muss auch dem Moderator, den Wolf Frank, gratulieren, der macht das wirklich gut. Und ja, schöner Abend, wirklich. Und ich glaube, wir brauchen Sie im Swinerlied auch keine Sorgen machen, egal in welcher Form. Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall, nein. Ich glaube, dass das immer Nachwuchs findet, das Swinerlied, ja. Ein Heirigen wird es immer geben und da spielt man halt Wiener Musik. Das ist, und spätestens, wenn es dann die Youngsters alle so 30, 35 werden und nicht mehr in die Disco gehen, sondern zum Heirigen, dann wird auch das Wiener Lied wieder interessant. Ne? Und ja. Spätestens, wenn es dann fett sind und Mama Archi schenkt mir ein Pferdchen oder was weiß ich was her, dann fangen sie zum Wiener an in der Weinlaune. Ne? Genau. Aber das gehört zum Wiener Lied. So ist es, und so sind heute Wiener. Ja, genau. Ja. Ein Beat alles und so. Ne? Genau. Na, dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Danke, ebenfalls. Ciao, okay, Baba. Hilf mich im Mond, lass mich auf Mond schweben. Du da im Publikum, bedeutest mir mein Leben. Ich geb mich hin, ich geb mich aus. Gib mich in deine Hände. Ich ginge gern mit dir nach Hause. Wieder kommt ein Ende. So, wieder eine von diesen wunderbaren Veranstaltungen im Achfelderhof und das zu einem tollen Anlass. Ein schöner Anlass, Welttag des Wiener Liedes, ist schon was Besonderes. Wien, die Hauptstadt der Musik, eine der ganz wenigen Städte, die eigene Lieder über die Stadt haben. Es gibt keine Pariser Lieder oder keine New Yorker Lieder, aber tausende Wiener Lieder. Das ist richtig. Und es passt aber auch so in diese Räumlichkeiten. Ich würde meinen, erstens haben wir nur 4 Kilometer nach Wien. Und ja, die Zeit auf der Wiener Lieder, die besungen werden, ist diese Zeit. Und Promis sind ja heute enorm viele da. Das passen dann sowieso ins Haus. Soweit das Auge reicht, Promis, Promis, Promis. Genau. Ich bin ganz überrascht, wie viele Künstler, wo ich das nie gedacht hätte, gerne Wiener Lieder mögen und sogar singen, Popsänger und alles Mögliche. Ist eine tolle, ein Kompliment für das Wiener Lied. Und dass der Horst Gmähler heute da praktisch schon im Vorhinein seinen Geburtstag feiert, ist ja das Tüpfelchen am Hin. Das ist wirklich eine Ehre und ein ganz großes Fest. Horst Gmähler, 80, die Legende des Wiener Liedes. Wir sind sehr stolz darauf. Sag ich schon, danke. Danke dir. Ja, jetzt habe ich einen kurzen Strom, da haben wir uns schon lange nicht gesehen, gell? Sehr lange, jetzt schauen wir uns schon bald endlich erst. Ja, genau. Was sagst du den heutigen Abend? Ja, ein wunderbarer Abend natürlich zu Ehren von Horst Gmähler. Gmähler-Horstl kenne ich seit 45 Jahren und seit 40 Jahren singe ich seine Lieder. Wien geht gar nicht ohne Ehren. Das ist halt, und es ist Ehren gebührend und das gehört so ganz einfach. Also alle, die jetzt sagen, das Wiener Lied geht nicht mehr, die werden da einer Lüge gestraft. Absolut, genau. Also schau, es reden immer alle, das Wiener Lied stirbt und es stirbt, das stimmt ja gar nicht. Es sieht halt so dahin, weißt du, und dann hin und wieder steigt wer nachher auf, so wie ich zum Beispiel, oder ganz junge. Man muss halt schauen, das Wiener Lied wird nie sterben, glauben wir das.
Es gibt halt so diese Nuancen, wie sie sich vielleicht verändert, aber ich glaube auch diese alten Hadern, wie man so schön sagt, werden auch noch immer gern gesungen. Die werden immer noch gern gesungen. Gehen wir zum Heurigen, wir sehen, wo noch Musik ist. Ist ja sehr, sehr selten, dass er Musik ist. Aber wenn er Musik ist, trink ein Achtel und dann singst und du wirst sehen, das Wienerlied lebt. Wir sind auf der sicheren Seite. Absolut. Sag ich schon, danke. Auf das trinken wir. Genau. Danke dir. Danke. Oh, Geburtstagskind, was wir machen da. Das auf Zeiten da, so. Nicht schlecht. Und, aber geht's noch. Viel Glück zum Geburtstag, lieber Horsti. Zum Geburtstag, viel Glück. Bring mir auf zum Favoriten. Lieber Traum, wie oft magst du bringen. Kleine Sterne und Blümchen. Denn die Wiener so oft von Berlin und der Zauber fährt rosa den Blick und hängt am Euer Glück mehr am Himmel des Estrien schenke wieder die Sonne aufs Wiener Lied. Michael Berfler und Werner Weibert. Beim Abschied leises Servus und gibt's auch kein Wiedersehen. Einmal war es noch schön. Dankeschön.